Und damit herzlich willkommen hier zu einem kleinen Infovideo auf meinem Kanal. Und zwar geht es um die Frage, welche Rassen lohnen sich ab zu Hunter, Ends the Beast, DLC und Imperium Rework Update. Denn warum sollte man mit einer Rasse spielen, die noch nicht fertig ist im Spiel? Das ist meine Frage so und deswegen mache ich dieses Video, denn ich persönlich ziehe es lieber vor, Rassen zu spielen, die schon fertig sind oder beziehungsweise so gut wie fertig sind, als irgendwelche halbfertigen Rassen zu spielen. Und dabei kommen wir als erstes mal zu den Waldelfen. Ganz großes Fragezeichen, kommt da noch was oder war es das schon? Tja, diese Frage kann ich euch leider nicht beantworten. Fett steht, dass CA nicht zufrieden ist mit dieser Bernsteinmechanik. Und fest steht, dass neben Artelon es jetzt noch zwei weitere Waldelfenprovinzen gibt. Also eine, die gab es ja schon vorher und die war unten in der Wüste. Die kam ja neu hinzu, als Mortal Empire ein wenig nach Süden gerückt ist. Dadurch kamen diese Waldelfen auch hinzu. Wie hießen die eigentlich noch? Ach, Orions Jäger oder Orions Lager. Das war irgendwas mit Orion. Und jetzt ganz neu ab 11.9. sind ja auch die Waldelfen im Laurelornwald verfügbar. Das heißt nicht für uns, aber sie sind in der Kampagne enthalten. Die sind westlich von Nordland und nördlich von Drakenwald. Also gehören noch mit zum Gebiet vom Imperium. Ja, hier weiß ich allerdings nicht, ob da noch was kommen wird. Es könnte allerdings sein, dass man hier irgendwie vielleicht doch noch einen legendären Helden hinzufügt in eine Provinz außerhalb von Artelon. Das kann natürlich sein. Und ja, und da sie selber nicht mit der Bernsteinmechanik zufrieden sind, könnte das ebenfalls auch noch sein. Kommen wir zu den Tiermenschen. Wir wissen jetzt, dass Nakai Vasallen erschaffen kann, anstatt Ruin auf der Karte zu hinterlassen. Das ist, finde ich, eine sehr gute Mechanik für die Zukunft und auch eine sehr gute Mechanik für die Chaosronen. Denn so könnten die Tiermenschen zum Beispiel auch agieren und dort, wo sie einen Herdenstein erschaffen, nachdem sie ja eine Siedlung zerstört haben, könnte man dort auch sowas wie einen Vasallen hinzufügen, mit dem man vielleicht noch ein bisschen was machen könnte. Man könnte zum Beispiel die Garnison erhöhen, damit dieser Herdenstein nie wieder überrannt wird und beziehungsweise eingenommen wird. Und dieser Herdenstein, der könnte dann vielleicht auch noch mal ein paar Funktionen nutzen oder irgendwelche nützlichen Sachen, Funktionen haben. Zum Beispiel könnte er ja die Gunst durch irgendwelche Gebäude erhöhen oder das Wachstum erhöhen von Horden, was weiß ich, da gibt es ja so viele Möglichkeiten. Hier blicke ich eigentlich eher positiv in die Zukunft und auch könnte man die Chaosgötter noch mal mehr mit einbeziehen. Das, was ich jetzt gerade alles gesagt habe, das gilt übrigens auch für die Chaoskrieger. Auch dort wäre es möglich, einen Vasallen zu erschaffen. Fraktionsname, keine Ahnung für den Vasallen, aber die Horden des Chaos, die könnten dann ja Monolithen oder Schreine des Chaos erschaffen. Und ich denke, hier ist Nakai ein guter Test, um dieses zu realisieren. Dann natürlich Grünhäute, ganz klar, hier fehlt der Rework noch
Genau wie bei den Waldelfen, Tiermenschen und Chaoskriegern. Vor allem bei den Waldelfen ja gar nicht weiß, ob da überhaupt ein Rework kommt. Aber gut, zurück zu den Grünhäuten. Die sind ja wirklich sehr unbalanced. Die Wargmechanik, die ist auch nicht so gut. Das heißt, sie ist gut, wenn man sie hat, aber sie könnte ein bisschen besser funktionieren. Außerdem könnte ich mir hier eine Goblin-Tüftler-Werkstatt durchaus vorstellen. Nicht nur als Gebäude, sondern so wie auch die Zwerge mit ihrer großen Schmiede, wo man auch Sachen herstellen kann. Und hier könnte ich mir das eben auch für die Grünhäute vorstellen. Ist nur eine Spekulation von mir. Und außerdem fehlen da ja auch noch sehr viele Einheiten bei den Grünhäuten. Außerdem wird wahrscheinlich, ich habe das mal gelesen irgendwo, dass Azag, der Vernichter, nach Karak Ungur verschoben wird, aber ob das passieren wird, das weiß man nicht. Aber es gab ja auch früher schon das Gerücht, dass Balthasar nach Süden verschoben wird. Und heute ist es so passiert. Naja. Auf jeden Fall grün heute, da blicke ich auch voller Hoffnung in die Zukunft. Und deswegen werde ich diese vier Rassen auf jeden Fall nicht spielen und auch nicht let's playen, weil sie einfach noch unvollständig sind und hier fehlt, wie gesagt, noch sehr viel. Ja, ansonsten lohnen sich alle weiteren Rassen, gehen wir das einfach mal durch, vom Norden aus. Da fangen wir erstmal bei Norsgarn an. Auch hier können sie mit den Chaos-Schreinen sehr viel machen. Auch mit dieser neuen Vasallenfunktion von Nakai. Denn ich erinnere mich noch an die Anfänge von Warhammer 2 oder von Warhammer 1, wo es so ist mit dem Sturm des Chaos, dass wenn dieser fortschreitet ins Imperium hinein, dann hinterlässt er ja viele Ruinen. Und diese Ruinen, die werden meistens dann schnell besetzt von Skaven oder den Vampirfürsten. Und das könnte man dann so auch natürlich durch eine Vasallenfraktion unterbinden. Aber das ist für mich jetzt kein Ausschlussgrund für Norska. Ich würde Norska trotzdem jetzt gerne mal spielen. Nach einer langen Zeit wieder. Ich habe sie ja sehr lange nicht gespielt. Das letzte Mal habe ich sie gespielt bei Warhammer 1. Und ja, Norska wäre allerdings auch durchaus noch sinnvoll zu spielen. Dann gehen wir mal weiter nach Westen. Ja, die Dunkelelfen. Was soll hier gegen die Dunkelelfen sprechen? Das weiß ich nicht. Da könnte vielleicht noch der Malus Darkblade kommt, der ja viel gewünscht wird. Dann gehen wir mal weiter nach Süden. Ja, Clan Wackelt, also die Skaven. Die sind ja sowieso ziemlich stark geworden mit dem letzten DLC, also gegen die spricht auch nichts. Dann nach Westen, da ist ja Kartep, also die Grufkönige, die sind auch ziemlich vollständig. Sowohl Arkan als auch die anderen Grufkönige machen sehr viel Spaß, wobei es mit Arkan natürlich ein bisschen schwerer ist. Dann Ultuan natürlich, die Hochelfen, was sollte gegen sie sprechen, lohnt sich auch. Die Echsenmenschen sowieso, die jetzt auch wieder durch das DLC wieder ein bisschen stärker werden und auch durch den Free-DLC wieder einen neuen Lord bekommen. Dann die Vampirküste, die ist ja auch so gut wie vollständig. Was haben wir da unten noch? Zwerge, ja, Zwerge sind sowieso vollzählig, gut gerüstet, machen sehr viel Spaß.
Man muss nur die Rolle im Auge behalten. Was haben wir da unten sonst noch? Gehen wir mal rechts rüber, grün heute, ja. Tomb Kings, ja, Gruftkönige. Ich glaube, das war's dann auch schon. Dann sind wir bei Bretonia. Ja, Bretonia lohnt sich auf jeden Fall. Die sind ja auch sehr gut geworden durch das letzte Rework mit dem letzten Skaven-DLC. Und ansonsten war's das, denke ich. Ja gut, Waldelfen Fragezeichen. Keine Ahnung. Ich denke, jetzt haben wir dann auch alle Rassen durch. Ach nee, die Vampirfürsten. Ja, die lohnt sich ja sowieso auch. Die wurden ja auch schon als erstes, nee, als zweites, glaube ich, reworked. Gut, dann bedanke ich mich für das Zuhören und Zuschauen und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video.